Hey, was geht? Heute schauen wir mal, was die schönsten und hässlichsten Städte in Deutschland sein sollen. Mal überlegen. Mal schauen. Mal nicht. Ja. Ich finde eigentlich keine deutsche Stadt hässlich. Naja. Die weniger hässlichen sind nämlich nützlich. Wie in Mannheim oder so. Ist eine hässliche Stadt, aber ist nützlich. Ja. Aber meine drei Favoriten sind Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg. So. Wer sind eure drei schönsten Städte? Ich schreibe es gerne in die Kommentare. Also lass uns mal loslegen. Das. Und los geht's. Ah, Tübingen ist auch geil. Ja, ist meine Top 4. Ja, los geht's. Was die 10 hässlichsten Städte Deutschlands sind. Bremen. Die Naja. Stadt mit den Stadtmusikanten ist eine wahre Perle im Norden. Neben Was? der schicken Altstadt hat sie das sogenannte Viertel zu bieten, in dem man Bars, Clubs und Fastfood finden kann. Bremen ist eine alte Handels- und Hansestadt und das sieht man auch in der Architektur der Häuser. Hier wurde im Mittelalter richtig viel Geld verdient. Bei schönem Wetter kann man am Weserdeich entspannen und wenn man ein bisschen Zeit hat, ist das Meer auch nicht weit weg. Auch Kunst und Sieht es jetzt so Kultur schön in oder der Stadt. hässlich? Und wer lieber zum Fußball geht, dem müssen wir bestimmt nicht erst erklären, wo in Bremen das am besten geht. Wismar. Auch Wismar ist eine alte Hansestadt und hier hat man es sogar noch näher zum Meer. Die Möwen kann man hier jeden Tag kreischen hören. Aber Wismar hat mehr zu bieten als nur die Ostsee und den Strand. Die Innenstadt ist eine wahre Perle der Hanse. Achso, Man jetzt kommen kann die nur schönen tief erstmal. Meeresrauschen und in der Hand ein Fischbrötchen. Wie Boah, könnte man Fischbrötchen einen geil. Tag in Norddeutschland schöner verbringen? Vielleicht mit War einem leider noch Ausflug nie in auf die Norddeutschland. Wismar vorgelagerte Insel Pöhl oder einfach mit einem faulen Tag in einem Strandkorb. Boah, geil. Dresden. Die Ja, Hauptstadt Sachsens Dresden. wird auf das Florenz an der Aber die Dresdner, Dresdner Stadt, ja, aber nicht die Menschen. Elbe genannt. Das liegt an der barocken Stadtarchitektur. Dresden liegt idyllisch im Elbtal und auch das Umland kann mit Bergen und Seen voll überzeugen. Ein Ausflug in die sächsische Schweiz ist von hier aus ein Katzensprung. Nachts könnt ihr in den Kneipen und Bars der hippen Neustadt einen drauf machen. Nur montags, wenn Pegida demonstriert, solltet ihr Das die Stadt meine ich. vermeiden. Lübeck. Und Lübeck liegt nicht direkt am ja. Meer. Naja, bis auf den Stadtteil Travemünde, der einige Kilometer von der Innenstadt entfernt ist und den Fährhafen hat. Lübeck hat eine Altstadt, die auf einer Insel gelegen ist und die wie eine Puppenstube aus dem Mittelalter aussieht. Ihr könnt insgesamt 7 Kirchtürme zählen und das Holstentor war sogar mal auf dem deutschen Geldschein abgebildet. Ah, Wenn ihr abends interessant. feiern gehen wollt, stehen euch zahlreiche Kneipen zur Verfügung und zur Not ist es auch nicht weit bis auf den Kiez nach Hamburg. Bamberg. Bamberg liegt in Franken und Ja, ist ein kleines Bamberg. Städtchen. Das Rathaus liegt mitten in einem Oh. reißenden Fluss und der Dom hoch oben auf einem Berg. Eine lokale Spezialität ist das großartige Bamberger Rauchbier, welches tatsächlich ein bisschen so schmeckt, als sei beim Brauen eine Packung Bacon in den Braukessel gefallen. Die Häuser, die direkt an den Fluss Muss ich gebaut mal sind, werden probieren. übrigens auch Klein Venedig genannt. Wenn ihr genug in Bamberg gesehen habt, lädt das hügelige Umland zum Wandern ein. Heidelberg. Malerisch Habe ich am doch Neckar gewusst. gelegen, liegt eine der schönsten Großstädte Deutschlands. Heidelberg. Ja. Studenten prägen das Stadtbild genauso wie die mittelalterliche Burg, die hoch über den Dächern der Stadt thront. Die Innenstadt ist im Krieg so gut wie gar nicht zerstört worden und sieht deswegen noch original erhalten aus. Direkt neben Heidelberg liegt das größere Mannheim. Das ist zwar nicht so schön, aber dafür deutlich größer und lebendiger. Wer es gemütlich mag, sollte allerdings in Heidelberg bleiben. München. Dass München eine Weltstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern ist, merkt man kaum, wenn man da ist. War Die noch nie Isar, die dort. durch die Stadt fließt, ist renaturiert und sieht aus wie ein Gebirgsbach. Über 60 Biergärten laden zum Verweilen ein. Und überhaupt mag man es in München zwar ruhig und gemütlich, ist aber gleichzeitig immer genau am Puls der Zeit. Die Hauptstadt der Bayern ist ein wunderschönes Millionendorf mit Hightech und Lederhosen, mit Dann den bekomme ich üblichen Biergärten und Punktefeeling. Szenenkneipen, mit Clubs und Kirchen. Eine Okay. richtige Metropole eben. Ja. Rothenburg ob der Tauber. Oh. Ebenfalls in Bayern liegt Rothenburg ob der Tauber. Die Stadt ist seit Hunderten von Wollte ich mir ein Jahren 9-Euro-Ticket Mittelpunkt der besorgen, Stadt aber geworden. hat nicht Wenn ihr mal gereicht. authentisches Mittelalter erleben wollt, dann seid ihr in Rothenburg ganz genau richtig. Massen von Touristen aus aller Welt kommen die Stadt jedes Jahr besuchen, um das Flair in den engen Gassen
und der Kulisse historischer Gebäude zu genießen. Schön. International ist der Ort ein Begriff von deutscher Romantik und Beschaulichkeit. Und durch die Massen von Touristen dürfte Rothenburg in Japan und Korea bekannter sein als in Norddeutschland. Freiburg. Jawohl, Freiburg. Ist nicht nur eine sehr schöne, am Rande des Schwarzwaldes gelegene Großstadt, sondern kann ich bestätigen, nicht wahr? Halt, stopp. Aller deutschen Städte. Irgendwie ist die Auflösung so bescheuert. Das ist ja immer noch schief. Mit mehr als 100.000 Einwohnern. Durch die Altstadt fließen kleine Saale, die im lokalen Dialekt auch Bächle genannt werden. Wer in so eins reinfällt, soll der Legende nach eines Tages eine Freiburgerin heiraten. Ob es funktioniert, haben wir aber noch nicht ausprobiert. In den Bars und Cafés der beschaulichen Stadt könnt ihr sie aber ganz sicher kennenlernen, denn die Studentenstadt hat ein reges Leben und bei dem schönen Wetter kann man auch eigentlich immer draußen sitzen. Berlin, ja, auf Platz 1 und... Was hat Berlin dort zu suchen? Ist das überraschend? Für ja. Viele bestimmt schon, denn Berlin hat auch sehr hässliche Ecken. Aber keine andere Stadt in Deutschland ist so vielseitig wie Berlin. Durch die Teilung haben West und Ost völlig unterschiedliche Gesichter. Hinzu kommt der preußische Prunk mit Kirchen, Schlössern und Museen in der Innenstadt, Multikulti-Ambiente in Kreuzberg und Neukölln, eine lebendige Kunst- und Kulturszene, die besten Clubs der Welt und ein überraschend grünes Land. Naja, bin ich so einverstanden. Dass Berlin bei Städtereisen eine der beliebtesten Destinationen Europas ist. Und nun, da wir die schönsten Städte gekürt haben, widmen wir uns dem... Ja, nicht ganz so schön in Berlin, schön aus Freiburg. Was hat er gemacht? Wuppertal ist landschaftlich eigentlich ganz nett an den Hängen der Wupper gebaut worden. Auch die Schwebebahn, die durch das Tal rumpelt, hat durchaus ihr Flair. Leider verfällt die einst reiche Stadt immer weiter vor sich hin. Viele Gegenden sehen verwahrlost aus und es fehlt an allen Ecken und Enden an Geld. Auch in den Nachbarstädten Solingen und Remscheid sieht es nicht viel besser aus. Trotzdem ist natürlich nicht alles schlecht in dem Ort, der einst aus den beiden Städten Barmen und Elberfeld gewinnt. Das meine ich. Ist eigentlich nützlich, auch wenn es hässlich ist. Wer sich für Industriegeschichte interessiert, kommt hier zum Beispiel voll auf seine Kosten. Naja. Bochum. Schon der Bochumer Lokalpatriot Herbert... Ich nehme an, es kommt mehr aus NRW. Von Meyer, sang in der Hymne für seine Heimatstadt. Du bist keine Schönheit. Und wie recht er damit hatte. Das Einsatzgebiet von Toto und Harry ist eine einzig graue Betonwüste. Da kann auch das Kneipenviertel, welches man Bochumer Bermuda-Dreieck nennt, nichts mehr retten. Was hingegen sehr schön ist, ist das Planetarium und natürlich das Ruhrstadion, in dem der örtliche VfL auf Punktejagd geht. Kaiserslautern. Wenn man 100 Menschen fragt, was ihnen als allererstes zu Kaiserslautern einfällt, werden wahrscheinlich Fußball. Alle 100 sagen, der erste FC Kaiserslautern. Und das Stadion auf dem Betzenberg ist auch tatsächlich das einzig Sehenswerte an der Stadt mitten im Pfälzer Wald. Der Rest ist leider grau und voller Beton. Hinzu kommt, dass die US-Armee ganz in der Nähe einen Stützpunkt hat und dies in der ländlichen Gegend für jede Menge Fluglärm sorgt. Da muss man sich schon mit jeder Menge Pfälzer Wein trösten, der hier so gut schmeckt wie nirgendwo sonst. Frankfurt an der Oder. Steht man an der Oder und weiß nicht, auf welcher Seite Polen und auf welcher Seite Deutschland liegt, könnte man dies auf Höhe Frankfurt ziemlich leicht verwechseln. Auf der einen Seite sieht man niedliche kleine Häuschen, eine idyllische Kleinstadt und auf der anderen das nackte Grauen monströser Plattenbauten. Das ist die deutsche Seite. Das ist Frankfurt. Frankfurt an der Oder ist ein Beispiel dafür, was in der DDR alles falsch gemacht wurde. Hoffnung macht in der Stadt allerdings die lokale Universität, durch die das andere Frankfurt ein gewisses internationales Flair erhält. Hannover. Ja, was gibt es denn eigentlich gegen Hannover zu sagen? Der Maschsee und die Herrenhäusergärten sind nett und in Linden tobt das alternative Leben. Trotzdem wirkt die niedersächsische Hauptstadt für alle, die ankommen, seltsam durchschnittlich, wie eine City, die in den 60ern gebaut und danach einfach vergessen wurde. Die Stadt hat in dieser Liste eigentlich nichts verloren, denn Hannover ist nicht besonders hässlich. Sie ist eine durch und durch durchschnittliche Stadt, die irgendwie aussieht wie jede andere auch. Vielleicht macht es das auch einfach besonders schlimm. Bielefeld. Wart ihr schon mal in Bielefeld? Schon wieder in der Die größte Stadt der Region Ostwestfalen ist eine trostlose Ansammlung grauer Häuser mitten in den sanften Hügeln des Teutoburger Waldes. Als seien die Bielefelder mit ihrer Stadt nicht schon genug gestraft, gibt es seit einigen Jahren auch noch allerlei Witze darüber, dass Bielefeld eigentlich gar nicht existieren würde. Ja, hab ich schon gehört. Dabei hat die Stadt durchaus auch schöne Ecken. Man kann zum Beispiel den Ausblick von der Sparrenburg mit einem Bier genießen und von oben sieht die Stadt auch gar nicht mal so schlecht aus. Gelsenkirchen. Oh. Gelsenkirchen, ist das nicht in der Nähe von Schalke? Hat schon so manch einer gefragt und es stimmt.
Wenn man an die Stadt im Ruhrgebiet denkt, denkt man natürlich zuallererst an den Fußballverein aus dem Stadtteil Schalke und an seine topmoderne Arena. Der Rest der Stadt ist allerdings leider grau in grau und das sogar verglichen mit anderen Städten im Ruhrgebiet. Auch die Haupteinkaufsstraße ist ein Albtraum der Städteplanung in der Nachkriegszeit. Dafür wohnen hier viele nette Menschen mit dem ganz typischen Ruhrgebiet-Charme. Probiert es mal aus, wenn ihr da seid. Geht in irgendeine Kneipe und setzt euch an den Tresen. Salzgitter. Salzgitter ist eine Großstadt in Niedersachsen, die eigentlich auch nicht die Stadt ist. Sie hat nämlich nichts davon, was andere Städte ausmacht. Es gibt kein Stadtzentrum. Der Ort besteht aus 7 Ortsteilen, die wiederum in Stadtteile aufgegliedert wurden. Also Salzgitter hat mehr mit einem Landkreis gemein als mit einer richtigen Stadt. Dafür sind die Orte zwischen Braunschweig und dem Harz durchaus schön gelegen. Und die Mieten, die in allen Ortsteilen noch recht günstig sind, laden eigentlich dazu ein, sofort hier hinzuziehen. Neumünster. Wir wollen über jede Stadt auch noch etwas Positives loswerden. Über Neumünster zum Beispiel lässt sich sagen, man ist schnell in Hamburg und Kiel. Ansonsten ist die Stadt ein einziger Albtraum mitten in der schleswig-holsteinischen Pampa. Graue Fassaden, lieblos zusammengewürfelte Häuser und eine kleine Innenstadt, die eigentlich noch nicht mal der Rede wert ist. Auch ist man hier für schleswig-holsteinische Verhältnisse extrem weit weg vom Meer und hat trotzdem alle Nachteile davon, wie den kalten Seewind und das regnerische Wetter. Wolfsburg. Okay, fangen wir mit dem Positiven an. Der VW-Konzern versucht wirklich alles, um den Menschen das Leben in dieser Stadt schmackhaft zu machen. So gibt es unglaublich viel Kultur, Kunst und natürlich auch Sport, dafür, dass die Stadt relativ klein ist. Der Nachteil? Wolfsburg wurde halt irgendwann für die Arbeiter des VW-Werkes errichtet und genauso sieht es auch aus. Es ist ein städtebaulicher Albtraum der 50er und 60er Jahre mit ganz, ganz viel Beton. Es musste halt schnell gehen und pragmatisch sein. Jetzt dürft ihr euch gerne aufregen. Ja. Was sind eurer Meinung nach die schönsten und hässlichsten Zwei, wo ich genannt habe, waren beim schön dabei. Naja. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure schönsten und hässlichsten Städte sind. Und gebt dem Video ein Like und abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.